Okay, jetzt sind wir am Ende unserer einwöchigen Safari und wir haben so viel gesehen, dass wir euch das gar nicht alles erzählen können. So viele Tiere. Hier seht ihr mal so einen Schädel von einem Elefanten. Hinten ist unser Auto und da ist Imke. Ja, wir haben ja so viel gesehen, dass wir das gar nicht alles erzählen können. Ne? Das war einfach viel zu viel. Aber du kannst ja mal von dem erzählen davon, dass du dir immer gewünscht hast, dass du mal ein Nilpferd siehst, was außerhalb des Wassers ist. Das haben wir gesehen und deshalb wollte uns kurz angreifen. Das wollte uns angreifen? Ja, weil wir zu nahe gekommen sind. Dann hast du das Maul aufgerissen, ne? Und ist auf uns zugerannt. Aber wir sind dann zurückgefahren, ne? Ja. Warst du dann immer noch froh, dass du eins gesehen hast außerhalb des Wassers? Ja. Ja, und was haben wir denn, erzählen wir nur von heute, was haben wir denn heute Morgen gesehen? Wir haben Leoparden gesehen, zwei. Du hast ja die ganze Zeit dann noch immer gesagt, wir haben, da fehlt noch was, ne? Die Geparden hatten wir noch nicht gesehen. Und jetzt am letzten Tag haben wir die direkt gesehen, nachdem wir auf dem Campingplatz losgefahren. Ja. Zwei Stück. Zwei männliche. Zwei männliche. Und dann haben wir noch mal was gesehen. Da hat sogar unser Führer und Mr. Brown noch Angst gehabt. Was war das denn? Schwarze Mamba, was war denn mit der los? Die können springen und man stirbt ziemlich schnell, wenn die anbeißen. Die können also bis ins Auto reinspringen. Ja. Ne? Da mussten wir sogar die Fensterscheiben zumachen. Da haben wir eine Vollbremsung gemacht und die Fensterscheiben runtergekurbelt. Ne? Ja. Wenn man davon gebissen wird, ist man in einer Stunde tot. Ja. Ja, heute Nacht oder letzte Nacht, was waren denn da noch alles so für Tiere ums Zelt rum? Weißt du das noch? So viele? Ich weiß nicht mehr. Löwen waren auf jeden Fall nah bei. Und die Nacht davor? Die Nacht davor war ein Elefant neben unserem Zelt. Direkt neben unserem Zelt, direkt neben unserem Kopf. Und Hyänen, ne? Ja. Und hast du Angst? Davor Hippos. Hast du Angst gehabt? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Jede Nacht solche wilden Tiere um dich rum und keine Angst? Nein, keine Angst. Cool. Und wir haben heute noch ganz viele Löwen gesehen. Wie viele haben wir denn so insgesamt gesehen? 40 bis 50, irgendwie sowas. Nur Löwen, ne? Ja. Wir reden hier nicht von Büffeln oder Elefanten. Die können wir gar nicht zählen, ne? So viele haben wir gesehen. Es waren ziemlich viele, Hunderte. Okay. Dann bis später. Ja.